Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich habe mir überlegt, ich muss jetzt doch mal ein bisschen schneller meine neue Säge installieren. Sonst kann ich ja auch gar keine Aussagen darüber treffen, ob die winklig schneidet oder ob die überhaupt was taugt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde zunächst mal die alte Säge, die alte Kappsäge wegbauen, dann die neue da hinsetzen und danach werde ich irgendwann mal wirklich ein Update machen für meine Station. Da habe ich schon so ein paar Ideen, was ich machen werde. Ich werde die zum Beispiel zum Vorziehen machen, damit man sie auch wirklich im 45-Grad-Winkel kippen kann, das werdet ihr dann sehen. Jetzt werde ich aber erstmal loslegen, damit ich die überhaupt installiert kriege. Dann kann ich auch mal ein bisschen ein paar Probeschnitte machen. Das interessiert euch ja vielleicht auch, ob das was für euch wäre. Deswegen habe ich gedacht, baue ich die einfach mal um und wir schauen mal, ob das Ganze was ist. Die Säge ist schon mal dahingesetzt. Ich wollte euch erstmal eins zeigen. Und zwar habe ich eine ganz gute Möglichkeit gefunden, wie man die Absaugung anschließen kann. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Ich werde es mal runterkippen, dann könnt ihr das hier sehen. Ich kann die ja ratieren. Ich habe mir überlegt, dass ich das wieder mit HT-Rohren DN40 machen werde. Was ich hier gefunden habe, ist ein Verbindungsstück DN50 auf DN40. Und wenn man da ein paar Lagen Klebeband drum wickelt, dann passt das eigentlich super rein. Das sind so ca. 56 mm hier, 56,5. Aber wie gesagt, wenn man es etwas umwickelt, dann geht das wirklich sehr gut. Und dann kann man letztendlich einen DN40-Überwurf darüber machen. Was ich mir dann gedacht habe, ist, dass ich ein Stück Schlauch hier ansetzen werde mit etwas Luft. Also ich muss mal gucken, ob ich das so anbringe und den Schlauch dann vielleicht hier oben rausführe. Dann kann ich die Maschine nach vorne ziehen und kann den Schlauch auch schön flexibel halten. Da muss ich nochmal gucken. Ich habe mir sowieso gedacht, dass ich später eine zweite Absaugung dazu noch bauen werde. Erstmal soll die jetzt genügen. Ich muss mal gucken, wie gut die überhaupt ist. Das ist ja vielleicht auch für euch interessant. Und dann schauen wir mal weiter. Das war jetzt so die erste Idee, die ich hatte. Dann habe ich die Maschine mal ausgerichtet, dass ich also, ja, ich sag mal, einen Fingerbreit noch hinten Platz habe. Dann kann man die nämlich auch schwenken. Das funktioniert sehr gut. Was ich auch gemacht habe, ich habe den Griff doch wieder demontiert. Den braucht man eigentlich nicht. Das steht nur raus hier. Das heißt, man hat dann vorne auch weniger, was raussteht und wo man gegenlaufen kann. Ja, und ich habe schon mal drumherum gezeichnet. So soll die Maschine nachher stehen. Da werde ich jetzt als nächstes ein 8er Bohrer nehmen mit der Körnung und werde jetzt hier einfach mal die Punkte ankörnen, wo gebohrt werden muss. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich mir als Unterfütterung etwas Siebdruck nehmen werde. Ich habe hier 9 mm Siebdruckplatte. Da werde ich hier und auf der anderen Seite einen Abstandhalter bauen. Ich sagte ja schon im Unboxing-Video, dass die Säge etwas tiefer ist, die Plattform der Säge. Und zwar ca. 10 mm. Das, wie gesagt, sind jetzt 9 mm. Dazu kommt noch, ich habe das mal nachgemessen mit einer Wasserwaage, das ist hier etwas schief. Und auch hier wird es etwas schief sein. Ich muss das also ein bisschen anpassen. Das heißt, ich werde mal gucken, dass ich diese Unterlegleisten, nenne ich sie mal, dass ich die ein bisschen anheben werde, vielleicht durch eine Unterlegscheibe, wie auch immer, muss ich mal gucken. Das ist im Moment sowieso etwas provisorisch, damit die überhaupt mal steht, dass ich mal loslegen kann so ein bisschen. Dazu habe ich mir später noch was überlegt, da werde ich das zum Rausziehen machen hier, dass man nämlich die Maschine in diesem Winkel kippen kann. Aber wie gesagt, das kommt später, wenn ich das Ganze nochmal überarbeiten werde. Ziemlich ähnliche Stücke Siebdruck gefunden. Die werde ich jetzt einfach mal nehmen und mir mal grob abmessen, wie viel ich brauche. Das heißt, vielleicht ist es auch für euch interessant, die Lochabstände bei der Säge sind jetzt 23 cm. Das heißt, ich werde so ja, 26 cm nehmen, beziehungsweise ich sollte vielleicht lieber ein bisschen mehr nehmen, dass es drüber steht. Aber sagen wir 28 cm. Und bei 28 cm werde ich jetzt mal die Leisten Zentimeter werde ich die Leisten kürzen und das Ganze mache ich jetzt mit der Bandsäge. Dazu wäre natürlich eine Kappsäge jetzt gut geeignet. Die steht jetzt woanders gerade. Insofern mache ich das jetzt einfach mit der Bandsäge. Ich werde mir 28 cm abschneiden, das Ganze zweimal. Und dann mache ich noch ein bisschen eine Rundung drauf und dann zeige ich euch noch, wie ich diese Punkte genau treffe. Da habe ich mir nämlich auch was überlegt, dass das relativ einfach geht.
Das sind jetzt hier 14,4, hier auch, also circa. So genau kommt es jetzt auch nicht drauf an. Jetzt habe ich mir überlegt, werde ich das vorne bei 15 enden lassen. Das passt dann schon. Das wollte ich zumindest einigermaßen gleich auf beiden Seiten machen. Kommt gar nicht drauf an jetzt, aber ist halt einfach schöner, wenn man das ein bisschen vernünftig ausrichtet. Und dann habe ich mir Folgendes überlegt. Ich weiß nicht, ob ihr diese kleinen Markierer kennt. Die setze ich jetzt einfach hier rein. Lege mein Holz gleich drauf. Richte das etwas aus. Und dann haue ich da drauf. Dann habe ich genau die Punkte auf der anderen Seite, sodass ich das dann bohren kann. Wie gesagt, kommt ja nicht 100% drauf an, aber das war so die Idee. Jetzt müsste ich eigentlich hier die Punkte haben. Da könnt ihr es sehen, da und da. Die werde ich gleich bohren mit 8 mm. Das mache ich auf der anderen Seite genauso. Und dann habe ich meinen Unterbau schon fertig. Wie ihr sehen könnt, hat der Plan super funktioniert. Die Schrauben passen da rein. Das werde ich auf der anderen Seite jetzt auch nochmal machen. Und dann kommt die Säge direkt da drauf. Und dann werde ich mal versuchen, die in der Höhe zu justieren. Das kann sich ja nur noch um Millimeter oder sowas handeln. Das kriegen wir schon auch noch hin. Ich habe mir überlegt, ich säge das jetzt einfach schnell mit der Tauchsäge und den Rest werde ich mit der Handsäge aussägen. Das sollte eigentlich schnell und einfach gehen. Eingestellt ist die Säge schon, das habe ich eben ohne euch gemacht und los geht's. Ganz gereicht, da muss ich jetzt den Rest hier noch mit der Hand aussägen gleich. Jetzt werde ich erstmal quersägen, das letzte Stückchen hier. Und dann kommt das andere Brett noch mal dran. Genau an die angezeichnete Linie angelegt. Das mache ich extra deswegen, weil das Sägeblatt hat ja auch noch 2,8 mm. Und wenn ich dann hier säge, habe ich noch etwas mehr Luft nachher, falls ich da doch mich ein bisschen vermessen habe mit dem Werkstück, dass das eben dann
vorbeikommt an dieser Holzplatte Richtung Säge. Deswegen säge ich einfach jetzt genau auf der Linie und dann sind ungefähr 2,8 mm noch weiter weg. Das passt dann gut. Ich habe gerade überlegt, das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass ich das zweimal zum Klappen mache. Ich werde jetzt die Scharniere hier abnehmen, werde hier eine Leiste drüber schrauben, dass die beiden Teile verbunden sind und dann nur eine mal an dieser Stelle klappen. Ich muss ja sowieso komplett ausklappen. Entweder habe ich es komplett zu oder ich klappe es komplett aus. Also macht gar keinen Sinn, zwei Scharniere zu verbrauchen. So, das habe ich jetzt alles vorbereitet. Jetzt werde ich wieder zusammenbauen. Gucken, wie das läuft. Muss mal sehen, ich muss erstmal das obere Brett wieder anbringen. Und dann die anderen. Mal gucken. Ich habe das jetzt gerade nochmal auseinandergerissen. Ich hatte vergessen, dass hier ein Überstand war. Deswegen passte das alles nicht darunter. Aber jetzt sollte das funktionieren. Jetzt schraube ich das erstmal so zusammen und dann schiebe ich das da drunter. Ich habe es dann doch geschafft, das wieder aufzubauen. Jetzt könnt ihr sehen, dass ich das hier schwenken kann, um die eine Seite richtig schön weit zuzumachen. Da überlege ich mir noch was, damit das hier dran bleibt. Irgend so eine kleine Verriegelung. Aber ich denke, im Normalfall wird das eh so sein. Beziehungsweise, wenn ich von der Seite säge, dann werde ich es natürlich zumachen. So staubt das viel weniger. Und dann sehen wir weiter. Ja, so viel dazu erstmal. Jetzt werde ich mal die Säge einbauen. Und dann gucken wir mal, muss ich die irgendwie befestigen. Ich glaube, die Schrauben sind jetzt auch zu kurz, weil ja nochmal 9 mm da drunter kamen. Mal sehen. Wie soll es anders sein? Ich habe keine Schrauben, die lang genug sind. Jetzt werde ich das anders machen. Jetzt werde ich das hier mit 9,5 mm aufbohren und von unten eine Einschlaghülse reinziehen. Dann habe ich genug Gewindegang. Das geht dann. Ich habe halt nichts Längeres im Moment. Ist natürlich Sonntag und ihr wisst, was am Sonntag geht. Gar nichts. Wichtig ist ja nur, dass es hinterher so aussieht, als wenn ihr euch was dabei gedacht hättet. Außerdem ist das ja wirklich nicht schlecht mit den Einschlaghülsen, aber normalerweise wozu, ne? Aber was will man machen? So, die ist jetzt da unten drin. Das sollte vom Gewindegang her reichen. Das werde ich jetzt bei allen vier Löchern so machen. Und dann geht's weiter. Wir sind jetzt drin. Jetzt kommt endlich der eigentliche Aufbau. Drücken wir mal die Daumen, dass das jetzt reicht von der Schraubenlänge. Ansonsten muss ich wohl heute aufgeben. Aber mal gucken. Das sieht gut aus. Das greift. Natürlich ist immer noch diese blöde Schraube im Weg. Aber geht schon. Ist das doch noch geschafft? Die steht jetzt bombenfest. Natürlich waren die Schrauben hinten auch dennoch immer noch zu kurz. Da musste ich noch zwei finden. Die habe ich zum Glück noch gehabt. Musste die ein bisschen unterfüttern. Also hinten ist halt höher als vorne hier. Hier sind, weiß ich nicht, 1,5 cm, hinten sind zwei oder so ähnlich. Wenn es euch interessiert, kann ich euch das noch sagen. Moment. Ja, tatsächlich, hier sind 1,5 und hinten, ja, hinten sind es 2,5. Deswegen passte das nicht. Ja, wie gesagt, ich habe noch zwei längere Schrauben gefunden, das ging dann doch noch. Und jetzt ist sie bombenfest und jetzt können wir auch demnächst mal probieren, ein bisschen zu sägen damit. Das sind so diese Projekte, die kennt ihr bestimmt auch, wo man eben mal der Frau sagt, ich gehe kurz mal in den Keller, schraube mal die neue Maschine an
Und boah, Stunden später wird man dann wieder gesehen. Boah, der Station ist jetzt endlich fertig. Ich werde jetzt so einfach mal ein bisschen sägen. Ihr hattet ja auch so die Frage, taugt die denn überhaupt was? Sägt die winklig? Funktioniert das alles gut? Also ich weiß es auch noch nicht, ehrlich gesagt. Ich werde es einfach mal ein bisschen anzeichnen und mal ein Stück absägen. Und dann können wir ja mal gucken, ob das was ist. Ob das einen rechten Winkel gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das finde ich schon ziemlich gut. Dafür, dass das ja nur eine Holzbearbeitung hier ist, ist das schon okay. Sehen wir mal, 45 Grad, das habe ich auch noch nicht probiert. Ich muss aber erstmal ein bisschen Platz schaffen hier. Denn ich habe ja hier die Öffnung gemacht. Da muss ich jetzt provisorisch erstmal das Ganze hier so ein bisschen anbringen, damit das hält, damit der Schlauch nicht stört. Ich kann jetzt auch 45 Grad drüber gehen, arretieren und kommt hier an der Kante vorbei. Ich werde das mal probieren. Schauen wir mal, wie sich das auswirkt hier. Licht halte. Also auch das finde ich wirklich super. Ansonsten könnte man noch mal eine andere Winkligkeit überprüfen. Das heißt, wir gucken mal, ob das hier winklig ist. Das sieht auch wirklich gut aus. Das können wir hier auch noch mal machen beim geraden Schnitt. Aber ich habe jetzt auch nichts anderes erwartet. Also das Maschinchen ist ja nun nicht der totale Kernschrott. Insofern, Festool ist wahrscheinlich noch ein bisschen besser, aber für das Geld jetzt, für, sagte ich ja in dem Unboxing-Video auch, ich habe 215 Euro bezahlt, das ist völlig okay. Ja, wichtig war mir bei der Maschine eben, dass sie möglichst weit an die Wand hinten geht. Das passt wunderbar. Man kann sie jetzt so wegschieben. Sie stört nicht. Auch das hier steht nicht sehr weit über. Zur Not könnte ich es auch noch schwenken, dann ist sie ganz weg. Kann ich auch so stehen lassen, das stört auch nicht. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Mal gucken, wie sich das mit der Staubentwicklung ergibt. Vielleicht werde ich da als nächstes noch eine Absaugung etwas anders bauen. Müssen wir gucken. Und dann werde ich, irgendwann werde ich das ganze Ding hier, die ganze Kiste drumherum nochmal ordentlich bauen. Jetzt wollte ich halt erstmal ein paar Erfahrungen sammeln. Mal gucken, wie das jetzt mit der Maschine so läuft. Ich schon sagen kann, ich habe den Eindruck, das ist natürlich nur ein subjektiver Eindruck, aber ich habe den Eindruck, dass die Staubentwicklung deutlich geringer ist als bei der Parkside, die ich vorher hier stehen hatte. Ich denke mal, durch die Absaugung und durch die Geometrie, auch dadurch, dass man das so durchschiebt durch das Werkstück, dass sich dadurch eine andere Staubentwicklung ergibt. Ja, ich sage erstmal herzlichen Dank fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Wenn ihr wieder reinschaut, macht's gut erstmal. Bis dann, ciao.